Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest Heroes von Shadowlord. Ja, im letzten Part haben wir den Schrein der Bewegung betreten. Haben die erste Mission gemacht, die erstaunlicherweise zwar lang, aber relativ leicht war. Hatte eine schöne Mechanik und jetzt geht's in fremdem Schrein. Den Text habe ich schon letzte Folge vorgelesen. Werde ich diesmal nicht tun. So, und da bin ich jetzt mal gespannt, was das nächste auf uns zukommen wird. So inward lies the shrine of scales. Indeed, wherein we shall be tested and found entirely worthy of the true power of... It seems we are not alone. We cannot be certain of her allegiance. We must proceed with caution. Let us hold a moment while I devise a suitable strategy that for approaching some. Maya! Maya, is it truly you? Elena! Oh, my! And Skinner, too! Oh, what in the world are you two doing here? That is for us to be asking you, surely. For why do we find you dancing in such a place as this? You know, I haven't the foggiest. I really don't. One minute I was somewhere else, and the next I wasn't. Let me see. Well, nobody was here, and I had no idea where to go, so I thought I'd dance a little dance to see if some higher power might show me the way. I've been praying for a strong, handsome, rich young hero who's destined to save the world to come and sweep me off my feet. Are, can it be you, my hero? I fear I must disappoint you. I am far from rich. You're not denying the handsome part, though, eh? This brave warrior has come to take trial, and thenceforth to rescue the world from peril. He is true hero, blessed with mighty powers indeed. Is he now, I wonder? Maya, you must be bored to dance here solitarily, no? Why not accompany with us? We could make great use of your powers. It's just as Sarevna states. Though already having many excellent qualities, our party has requirement of your premium spells. Well, of course. Additionally, gentleman to rear of brave hero is in fact king of this world and greatly rich. Huh? Aiding hero in quest to rescue world must surely encourage great generosity in his majesty, no? Generosity perhaps in form of treasures and jewels, yes. I am no hero, my dear. Merely a handsome and deeply humble king. I knew it. Hand of fate has guided me to you, wealthy. I mean, noble heroes. Of course, I will join you. Come now, my brave hero. Let's get this trial out of the way. Then you can concentrate on making me rich and exceedingly happy. Okay. Sie hat ihre Prinzipien, sagen wir es mal so. Und ich kann Lorne den Punkt verstehen. Ich glaube, ich würde auch erstmal ein bisschen verdattert gucken, wenn ich sehen würde, dass eine Bauch-Fächertänzerin an einem Ort wie diesen hier auftaucht. Mit dem Hintergrund, dass wir schon wissen, dass Velasco von diesem Ort weiß. Dass sie scheinbar ein Charakter ist, aus dem Spiel, wo auch Savena und Kyrill herkommen. Macht es natürlich ein bisschen unkomplizierter. Aber... What the fuck? Hier, oh mein Gott, das ist genauso wie in einer Pen-Paper-Runde in einer Taverne. Wenn du weißt, es hängt eine Taverne an, es hängt irgendwie, der Gruppenzusammenpunkt ist an 80% immer eine Taverne. Oder ein Lagerfeuer. Aber eher die Taverne.
Okay, Maya also. Und jetzt weiß ich auch, Kairo und Cyril, Kairo und Savina sprechen Russisch. Mit dem russischen Akzent, weil Niet halt, ne? Zumindest als Untertitel. Ich werde jetzt aber nicht mit dem russischen Akzent anfangen, keine Sorge. Also, das kann ich wirklich nicht. Erneut versperrt die Götze uns den Pfad. Dies kann nur eins bedeuten. Ran, ein Hinterhalter war an uns. Wie spreche ich jetzt die? Oh Gott. Und ich dachte, so eine Reise in eine andere Welt wäre vielleicht mal eine schöne Abwechslung. Dein Name ist Maya, korrekt? Wir haben leider keine Zeit für Erklärungen, aber es ist von großer Wichtigkeit, dass wir so schnell wie möglich das Innere des Schreins erreichen. Gestatte mir deshalb die Frage, was zur Hölle machst du hier? Keine Sorge, sonst irgendwelche dieser Biester auch nur schief ansehen, werde sie gnadenlos wegblasen. Ich schätze mal jetzt Windzauber. Ich spotte dich, Maya. Bitte sei in Achtung, dass solches Wegblasen nicht den ganzen Schrein zu Chaos bringt und das Deckel fällt aufs Haupt. Verteidige Statue. Noch einmal. Okay, da ist der Schalldor. Mach ich jetzt einfach mal den Inferno Slash zweimal. Das sollte das meiste schon ausgemerzt sein. So. Betonung auf eigentlich alles. Und jetzt kann ich mich in Ruhe dann um die da kümmern. Inferno Slash. Ich mag die Attacke. Au. So, und da haben wir... Oh, Klunkerbeutel. Und Seeblasen natürlich. Gut, die erste Welle ist damit erstmal abgewehrt, soweit. War ist ja nicht so wild. So, wollen wir mal gucken. Vielleicht, ich hoffe, die Beute sind noch da, weil ich brauche noch einen Hüpfhut. Nö. Schmuddeligen Verband. Nicht cool. Und du bist auch nicht cool. Du bist ganz uncool sogar. Ein Schlummwächter. Obwohl, da ist er eigentlich ganz okay. Du musst ja den langen Weg nehmen. Wir leider zwar auch, aber dennoch ist er da besser aufgehoben, denke ich mal. Das ist hier unseren Vorteil nur. So. Und der Schlummwächter da oben. Na gut, der ist ganz gut funktioniert für uns. Aber machen wir mal schnell den jetzt fertig. Speicher, schnell. Da kann ich jetzt nicht in die Ruhe um die anderen kümmern. Casino. Okay. keine Ahnung. Monster töten? Das macht die gerade sehr viel Spaß, glaube ich. So, wo haben wir schon Wächter? Da? Habe ich irgendwo. Ah, da könnte. Das ist ein Hochschuh vielleicht. Seelensaal beißen. Ganz. Dort really. Das war alles Schamanen soweit. Na gut. Level up! Goldklumpen und schon Wächter. Direkt hier vorne. Perfekto. Der da unten ist nicht so perfekto. Gut. Au. Oh Gott, nein, Steingolems. Nein, ja. Ah, okay, ja gut. Leider Gottes aber keine... Kein Zeugs. Gut, ich leg mal schnell den Schalter um. So, und zack. Na komm. Könnt ihr jetzt bitte mal den Schalter umlegen? Geht doch. Sehr schön, dadurch habe ich die Gegner den Weg versperrt. Haha, perfekt. Jetzt müssen sie halt umdrehen. Vor allem für den Golem ist es sehr praktisch. So, und die werden einfach mit... Na, nicht ganz. So, da ist der Schlumpfwächter. Au. Zumindest sind diese Schlumpfwächter jetzt echt kein großes Problem mehr. Da waren die ja mal schlimmer. Noch ein Schlumpfwächter, super. So, habe ich hier vielleicht irgendwo wieder einen Marken? Nein, sieht nicht aus.
Aber vielleicht ist das jetzt das? Nee. Ja, ja, für dich macht es keinen Unterschied. Ich weiß, du bist auch so. Okay, zu jung. Oh, Killermaschinen. Sehr convenient, die Dame, sehr convenient. Und Victor, das ist der halt, die Avancen nicht annimmt, das passt halt leider Gottes zum Charakter, muss man so sagen. Uiuiui, eine Killermaschine. Noch ein Perfekter, aber gut, da hinten ist da noch. Noch! Autsch, autsch, autsch! Autschi, autschi, autschi! So, ich brauche noch ein bisschen Leben. Das Ding hüpft, ne? Ah, so, das war ja schon schlechter. Ja, hab ich das hier? Den Salbei. Nein, nicht ganz. Nee. Goldkuppen. Letzte Welle schon mal, das ist gut. Soll ich die Killermaschine jetzt einfach Killermaschine sein lassen oder soll ich nicht besser ein. Ach nein, Erzdämon! Das ist es blöd. Wie setze ich das nochmal ein? Ich hab vergessen. Ich hab vergessen! Verdammt! Ich hab vergessen, meine Eier. So. Rechnung schaffst du, Gott, ich habe keine andere Wahl. Das muss. Das hat Priorität. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Der Erzdämon muss weg. Der ist schlimmer als die Killermaschine. Eigentlich sind beide gleich schlimm, aber egal. Oh, ein Killboy, das ist es. Alles raus, alles raus, alles raus. Der Erzdämon. Oi, oi, oi. So, okay, dann halt so. So. Oh, sogar zwei Erzdämonen, oh mein Gott. Okay, ich hau's direkt raus. Das hau ich direkt raus. Ansonsten habe ich verkrackt. Wollen wir mal ein bisschen auf hier. Okay, das war schon mal die Killermaschine, das ist gut. Okay, jetzt noch der Erzdämon. Oh, sehr gut. Okay, ich habe hier da vorne noch ein paar Schamanen rumfliegen sehen. Okay. Ah, Steinfester. Vielleicht habe ich noch einen Schub bekommen. Leider nicht. Wow, das war jetzt am Ende doch ein bisschen extrem. Hm? Ja, ja, so makellos jetzt nicht. Aber das war ruhig. Mario, euer Zauber sind immer höchste Klasse. Aus höchster Klasse. Euer magisches Wissen ist wie Musik für meine Augen. Musik für die Augen? Hä? Eine wahrlich zauberhafter Auftritt, meine Liebe. Wir können uns für wahre Glücklich schätzen, indem man mit so profunder Kenntnis des Arkan zu unseren günstigen zählen zu dürfen. jetzt aber, wer ich? Och, euer Majestät, ihr schmeichelt mir. Das war das Mindeste, was ich tun konnte, unseren tapferen Lichtgestalt zu helfen. Nun dann, bringen wir diese lästige Prüfung hinter uns, damit ich meine richtmäßigen Platz an der Seite meines Weltenretter einnehmen kann. Eins nach dem anderen, mein eifriges Kind. Bevor wir unseren Weg fortsetzen, scheint es mir angebracht, dich in die Einseiten unserer Mission einzuweihen. Also los! Also auf zum Wolkenbrecher und dann kommt wieder eine Zwischensequenz, wo die labern tun. Und ich habe leider keinen Hüpfschut bekommen, das heißt also, ich kann die Quest leider Gottes noch nicht abschließen. Aber ist ja kein Problem, jetzt kann ich ja schon mal einen Platt machen. Und das geht mir echt auf die Stimme. Okay, ich glaube, ich verstehe, was vor sich geht. Also der Oberfiese Velasco hat deine Freundin und den Weltenbau in Finsternis gestürzt und versucht, seinen teuflischen Gebieter, den dunklen Drachen, wiederzuerwecken. Ja.
Und du hast es vor, dich hier im Schrein einer Prüfung zu unterziehen, um die wahre Macht des Lichts zu erlangen und ihn damit zu stoppen, richtig? Wow, wie hellenhaft. Ich wusste, dass du irgendeine Tortur würdest durchstehen müssen. Schließlich bist du ein Held, nicht wahr? Aber das klingt wirklich nach einer verdammt harten Nuss. Das ist durchaus wahr. Das ist in der Tat eine. Und da die Dinge ebenso liegen, würden wir uns über deinen fortgesetzten Beistand sehr freuen. Aber natürlich nur, wenn es nicht zu viel verlangt ist. Machst du Witze? Selbstverständlich helfe ich euch. Wie gewaltig die Herausforderung sein mag, ich bleibe bis zum Schluss bei euch. Ja, das ist ja gnädig. Und gewaltige Herausforderung bedeutet dafür gewöhnlich auch gewaltige Belohnung. Wie mein? Entschuldige, ich habe dich nicht verstanden. Nichts, Eure Majestät, gar nichts. Also wollen wir dann mal wieder zum Inneren des Schreins, ja? Hopp, hopp, keine Sorge, ich bin direkt hinter euch. Und Maya schließt die Gruppe an. Die künstlichen Tänzen aufführen, es wird aus ihrer Klasse passen. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wo zur Hölle kommt die her, dass sie so aufreizend angezogen ist? Die muss doch irgendwie aus einem arabisch anmutenden Land kommen und da eine Tänzerin haben. Trotzdem macht das Outfit keinen Sinn, außer sexuelle Belästigung. Die fliegende Fächertänzerin. Die Kesselkünstlerin will hoch hinaus. Yeah. Im Luftkampf ist sie eine derartige Überfliegerin, dass sie anfängt zu schweben, wenn sie die 100 Treffer oder mehr aneinander reiht. Wow. Ihr Zauber und Talente kann sie am Boden wie auch aus der Luft zum Einsatz bringen. Das ist nicht mehr. Warum muss ich schon wieder gehen, mein Gott? So dass sich Behände über das Schlachtfeld bewegt und eine Spur der Verwüstung hinterlässt. Ja, das glaube ich gern. Ja, damit sollten wir es eigentlich alle Charaktere haben. So, es gab kein... Oh, doch, wie eingeschlafen, Level. Klassischer Kraftkollier. Und es gab leider Gottes keinen Schiffhütschuh. Das heißt also, kann die Quest noch nicht abschließen. So, die beiden stehen hier draußen. Ja, neue Ausrüstung für Maya. Ich glaube, hier draußen ist sonst nichts. Ich sag mal, ein Part anfangen. Also, jetzt noch mal eine Schlacht anfangen würde keinen Sinn ergeben. Jetzt läuft es echt so, dass wir eine Schlacht pro Part machen. Das ist echt heftig. Aber na gut, es wird langsam auch echt heftig, ne? Na gut, dann ist der Part jetzt ein wenig kürzer als gewöhnlich, aber ist ja nicht schlimm. Und ich würde sagen, im nächsten Part geht's weiter in den Tempel. Was soll ich wohl sagen? Das ist halt ein Tempel, ne? Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut.